Leute, es ist soweit. Der erste Trailer zu Marvel Studios Avengers 4 ist soeben gedroppt und es ist einfach so schlimm. Seit gefühlt 4 Wochen haben Internetseiten jeden Tag berichtet, der Trailer kommt, der Trailer kommt, der Trailer kommt. Wir wissen weder den Titel, wir wissen einfach gar nichts. Und jetzt haben ja ziemlich reliable Sources ja berichtet, dass der Trailer jetzt heute kommt. Ich habe mich darauf vorbereitet und jetzt ist er gerade direkt gedroppt. Ich habe es in den Stories von den Russos gesehen. Der Trailer geht 2 Minuten und 26 Sekunden. Und der Trailer heißt einfach nur Avengers Official Trailer, weil wir wissen den Titel noch nicht. Und ich hoffe, dass der am Ende revealed wird. Ich bin so gespannt, ob es jetzt Annihilation ist oder The Last Avenger oder Endgame. Ich bin so gespannt. Und ich habe mir Infinity War 7-mal im Kino angeschaut und auf Blu-ray 5-mal und jetzt gibt es den Trailer und wir schauen uns jetzt den wieder gemeinsam an. Weil ich auch. Gefühle. Oh, ich war. Also, der Trailer war eigentlich, wie ich es mir vorgestellt habe. Also kein Storytelling oder sowas, einfach nur so ein Tease. Wir haben nur neue Szenen bekommen, nichts irgendwie vom Infinity War Film, das habe ich schon befürchtet. Und es geht jetzt quasi darum, wie sie damit umgehen, dass Thanos gewonnen hat und diese Stimmung im Film, alles so richtig hoffnungslos. Ein kurzer Shot auf Hawkeye in Japan bei den Yakuza. Oh, und sonst sehen alle Charaktere so aus wie am Ende von Infinity War. Black Widow sollte eigentlich eine neue Frisur bekommen. Und als Ant-Man gerade gesagt hat, we met a few years ago, also der Film muss echt ein paar Jahre nach dem letzten spielen. Oh, ich bin emotional so überladen. Ah, so ein genialer Trailer. Also eigentlich reicht der schon als einziger Trailer, weil man jetzt einfach nichts weiß, was passiert. Man weiß trotzdem nichts irgendwie Time Travel oder was da irgendwie passiert, wie sie das alles rückgängig machen wollen oder wie sie ihn besiegen wollen. Das war jetzt einfach nur ein geiler Tease und perfekt einfach. Ich bin so fertig. Das ist richtig emotional. Das war's mit der Reaction zu dem Trailer. Ich bin gespannt, wie ihr den findet, alle Marvel-Fans da draußen. Und wünsche euch noch ganz viel Spaß, den Trailer 100-mal anzuschauen. Das werde ich auf jeden Fall jetzt auch tun. Und wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis demnächst.